If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Is it done, done, done? I still got... Moin Moin Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Skywars und das ist wahrscheinlich die allerkürzeste Runde, die ich jemals gespielt habe. Und ja, das wird auch ein ganz, ganz kurzes Video, denn ich lese euch 10 Fakten über mich vor und etwa 3 davon plus minus sind falsch. Und ja, es geht darum, welche wohl falsch sind und das schreibt ihr am besten in die Kommentare. Und ja, dann nehmen wir gleich los. Fakt Nummer 1. Ich liebe Schokolade über alles. Fakt Nummer 2. Ich war bereits mit 14 Jahren das erste Mal so richtig hart betrunken. Dann Fakt Nummer 3. Mein erstes YouTube-Video war ein Tutorial zum Landwirtschaftssimulator 2011. Dann Fakt Nummer 4. Die höchste Spende, die ich jemals gekriegt habe in einem Stream, waren 50 Euro. Fakt Nummer 5. Mein alter PC, den ich vor meinem jetzigen PC hatte, der brauchte 10 Minuten zum Aufstarten, plus war der extrem laut, weil er immer die ganze Zeit kühlen musste, weil mein CPU sonst überhitzt hätte, der war immer so krass laut. Fakt Nummer 6, ich habe schon mal eine Android-App programmiert. Fakt Nummer 7, der größte YouTuber, mit dem ich je geredet habe, war CraftingPad. Fakt Nummer 8, ich und Veum haben schon mal gemeinsam ein Video aufgenommen, was wir beide aber allerdings nie veröffentlicht haben. Fakt Nummer 9, ich hatte in meinem bisherigen Leben 2 Handys und habe aktuell mein zweites. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 10, ich bin schon mal im Bus so fast eingepennt und bin dann leider im Depot wieder aufgewacht und bin halt da dann erst ausgestiegen. Das waren die 10 Fakten, ihr schreibt jetzt am besten in die Kommentare, welche dieser Fakten ihr als falsch ansehen würdet und in der nächsten Woche wird dann die Auflösung kommen, welche Fakten falsch sind und welche richtig sind und ich werde euch da auch ein bisschen mehr dazu noch erzählen und ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über eine positive Wertung freuen und ja, wir sehen uns dann am Mittwoch wieder bei Minecraft Legend. Bis dann, peace out!